Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal zu einem neuen Conan Exiles. Ja, was eigentlich genau? Es ist kein Guide, es ist kein Infovideo, aber ihr findet es selbst raus. Und ich wünsche viel Spaß beim Ansehen. Gestern feierte unser barbarisches Survival-Sandbox-Game seinen 4. Geburtstag. Und es war erstaunlich ruhig. Bis am Nachmittag. Nun, ich muss ehrlich zugeben, ich war zu dem Zeitpunkt selbst gar nicht zu Hause. Ich war auf einer Wahlveranstaltung meiner Partei, als Funcom einen Tweet raushaute mit einem Video, das ich euch nun zeigen werde. Hey Exiles, this is Andy, your friendly neighborhood community goon, welcoming you to another wild run around the sun. It's 2022, and that means Conan Exiles is celebrating its 4th year since official release on PC and consoles, May 8th, 2018. Since last year, Isle of Scepter saw its full launch following early access with a massive addition to points of interest, camps, landmass, and activities. Now, keeping an eye out for the future, we've been growing our teams to encompass both live operations and development. We're hammering out bugs and quality of life additions, and working on improving lines of communication with our community of players, modders, and creators. A lot of the work behind the scenes this past year has been focused on one of the biggest updates Conan Exiles has ever received. You got a little taste of what's to come with the Grave Matters event from last year, and it's all coming together. But you'll have to wait just a little longer to find out exactly what we've been up to. Why? Same, man. That's all for now, but before we go, just a few words from our lead designer. Hi everyone, thanks for joining us for another year of Conan Exiles. Over the past year, I've had a great time checking out the buildings you guys make within the median set. I think those things are awesome. You're doing a great job. Good work, keep it up. My favorite thing to do this year was tease you guys about the next update. So, for everyone that stayed with us until the end of the video, as a special treat, I'd like to introduce the next outfit. Wait, wait, no, 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 no! Shut up! Shut up! Das Video ist nett gemacht, aber nichts Außergewöhnliches, bedenkt man, dass es 4 Jahre Conan Exiles sind. Man könnte es als reines Spaßvideo abtun, aber beim zweiten oder dritten Mal, nun, ich muss ehrlich zugeben, da fiel mir durch Zufall etwas auf. Und das bedeutet wesentlich mehr, als auf den ersten Blick zu erahnen ist, denn Funcom hat im Video selbst versteckte Botschaften versteckt. Daher habe ich mir das Video selbst noch einmal in Slow Motion angesehen und fand dies heraus. Bei ca. 1 Minute 49,50, so in dem Klick ungefähr, folgten 2 Bilder mit acheronischen Schriftzeichen direkt aufeinander, als das weiße Rauschen zu sehen war. Ein paar Sekunden später, ca. bei 1 Minute 53,54, wiederholte sich dieser Effekt noch einmal. Und das Zeichen, das vorher grau gewesen ist, war diesmal blutrot unterlegt. Und wenig später, als das Bild am Ausblenden war und der gesamte Bildschirm schwarz, tauchte das Symbol kurz blutrot auf. Das Symbol war mir nicht unbekannt und manchen von meinen Zuschauern garantiert auch nicht. Erinnert ihr euch noch an das zeitlich begrenzte Event, das vor ungefähr 5 Monaten mit dem Namen Grave Matters abgespielt wurde, wo an speziellen Orten Obelisken aus dem Boden sprossen und Herrscharen von Untoten auf euch losgegangen sind? Dieses Event wurde damals unter anderem mit diesem und ähnlichen Symbolen angekündigt. Mit dem Unterschied, dass Andy, der im Video aus dem Off zu euch spricht, davon redet, dass dieses Event und große Neuigkeiten auf uns alle zukommen würden. Wir müssen uns nur noch ein wenig gedulden. Jada, jada, jada. Ja, meine lieben Freunde, was bedeutet das jetzt für uns? Schon damals, als Grave Matters aktiv gewesen war, spekulierten ich und viele andere mit mir, dass Funcom über dieses Event auf Patch 3.0 hinweist. Zumal Funcom kurz zuvor selbst mit Release von Isle of Scepter davon gesprochen hat, sich nun mit Hochdruck auf eben diesen Patch zu konzentrieren. Eine Hoffnung, die sich vor 5 Monaten leider nicht erfüllte.
Aber betrachtet man den Zeitpunkt, wo Funcom nun diese kryptische Nachricht erneut zeigt, nämlich zum 4. Jahresjubiläum, erinnert das doch stark an die vorherigen Jahre. Ein kleines Beispiel. Isle of Scepter wurde zum Beispiel 20 Tage nach dem 3-jährigen Jubiläum, nämlich am 27. Mai, angekündigt und kurz darauf in die Beta und Early Access gestartet. Wir dürfen also gespannt sein. So, und nun, meine lieben Freunde der barbarischen Unterhaltung. Sind euch die Symbole vorher aufgefallen, die als unterschwellige Botschaften in den Szenenübergängen versteckt waren? Was waren eure Gedanken, als ihr sie gesehen habt? Also ich für meinen Teil bin gespannt wie der berühmte Flitzebogen, was Funcom nun für uns bereithält. Sobald ich neue Informationen habe, werde ich sie euch natürlich wissen lassen. Und bis dahin hoffe ich, dass euch dieses kleine Video gefallen hat und würde mich über euren Support natürlich freuen. Denn ihr wisst ja, Support ist kein Mord. Ansonsten wünsche ich euch noch einen wunderschönen Start in die neue Woche. Bleibt gesund und haltet die Ohren steif. Und bis bald natürlich hier auf meinem Kanal. Bye, bye.